Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bzw. zur letzten Folge der 10 Saison Sprint to Glory mit 1860 München. Wie gesagt, wir sind angekommen in der 10. Saison und damit blicken wir auf unsere Mannschaft. Wir haben einen sehr, sehr guten Kader in meinen Augen. Wir müssen uns vielleicht nochmal auf der Position von Schlager verbessern, denn er ist ein bisschen zu alt geworden, als auch in der an der Linksverteidigerposition. Die Verträge brauchen wir logischerweise nicht mehr verlängern, denn wir befinden uns ja hier in der letzten Saison. Wir haben noch folgendes Transferbudget dafür, und zwar 61,268 Millionen. Wir wollten uns auf der 6er Position verbessern, das haben wir getan, und zwar kommt Kamara von dem VfL Wolfsburg zu uns und das für eine echte Stange Geld, nämlich für ganze 28 Millionen. Wir mussten nochmal, oder beziehungsweise ich musste alles nochmal neu simulieren, also ich bin nochmal sozusagen in die letzte Saison reingesprungen, hab simuliert, jetzt sind wir sogar Fünfter geworden. Ja, es ging einfach nicht anders, denn wir wurden die ganze Zeit gefeuert. Ich hoffe, jetzt wird's besser, wenn nicht, wird's ein bisschen kritischer, weil dann bekomme ich es einfach nicht mehr besser hin mit dieser Mannschaft. Platz 5 war drin, im DFB-Pokal haben wir leider nicht gewonnen, sondern Bayern 04 Leverkusen mit 2:0. Wir sind leider auch gegen Bayern 04 Leverkusen rausgeflogen im Elfmeterschießen, im Halbfinale und wir waren ja noch in der Conference League, genau, und da haben wir sogar gewonnen. Also, das heißt, wir haben doch noch Champions League. Ich habe ja gesagt, wir werden nicht mehr Champions League spielen, aber wir haben hier im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea gewonnen und damit sind wir in der nächsten Saison in der Champions League, nicht im Finale, sondern in der Champions League. Also springen wir wieder rein in die nächste Saison. So, jetzt sind wir wieder am Anfang und dafür schauen wir uns einmal. Den Kader kennen wir ja schon, da hat sich eigentlich ja nichts geändert. Deshalb würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal unser Transferbudget an und das hat sich sogar noch verbessert auf 65 Millionen. Trotz der Entlassung verbessern wir uns trotzdem auf der 6er Position mit Mohamed Kamara und diesmal sogar günstiger für diesen Millionenbetrag, der da stand. Den habe ich schon wieder vergessen. Moment. Genau, für 26 Millionen. Angekündigt haben wir schon, und zwar Xaver Schlager wird verkauft, und zwar an Real Madrid. Warum die Interesse hatten, weiß ich zwar jetzt nicht, und die zahlen für ihn 24,1 Millionen. Auch Frederic Navarro wird uns verlassen, und zwar geht er für 15 Millionen. Wir holen auch direkt einen neuen Backup-Innenverteidiger, und zwar von den VfB Stuttgart. Für 15 Millionen kommt Calvin Barzal zu uns. Leider war es das auch, zwar nicht mit dieser Folge, wir werden nochmal bis zum Ende der Saison simulieren, damit wir wenigstens schauen, wie gut unsere Mannschaft ohne uns ausgekommen wäre, aber ja, ich komme leider nicht mehr über die Entlassung hinweg. Cheat Engine kann ich leider nicht aktivieren, denn hier spiele ich auf der Xbox und somit, ja, war es das leider. Es ist eine sehr traurige Folge, denn hier haben wir nicht so viel erreicht, haben es trotzdem sehr, sehr gut gemacht, finde ich zumindest. Leider haben wir jetzt hier die Entlassung bekommen, deshalb würde ich trotzdem sagen, wir simulieren einmal bis zum Ende, schauen, wo wir dann landen. Zwar, ja, nicht mit unserem richtigen Club, mit den 1860, aber trotzdem schauen wir trotzdem mal hier, wo wir am Ende landen würden. Wir sind im Sommer angekommen, wir sind hier in der Relegation, das ist uns jetzt aber nicht so wichtig, denn wir sind bei Borussia Mönchengladbach. Wie gesagt, wir wollten auf 1860 München schauen, da müssen wir ein bisschen hochscrollen und dann sehen wir sind auf Platz 6 mit 54 Punkten, knapp am Platz 5 vorbeigerutscht, also trotzdem sehr, sehr schlechte Leistung. Im DFB-Pokal haben wir auch nicht gewonnen, sondern Hertha BSC, gegen die sind wir auch im Halbfinale in Höhe von 3:1 ausgeschieden. Ja, also hier auch nicht viel besser als wir, würde ich jetzt mal sagen. In der Champions League, wo wir vertreten waren, sind wir, Moment, da muss ich jetzt erstmal suchen, in der Gruppenphase weitergekommen auf Platz 2 und sind aber direkt ausgeschieden gegen die Spurs in Höhe von 5:4, also auch richtig, richtig knapp. Ja, trotzdem konnte auch der automatische Trainer nichts Besseres rausholen als wir. Die Europa League gewinnt hier Manchester United und die Europa Conference League gewährte Bergamo Calcio im Elfmeterschießen gegen den FC Bologna. Ja, das war's auch mit dieser Serie. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen, auch wenn jetzt die Folgen nicht so richtig lange waren oder nicht über die 10 Minuten sind und. Hat es mir trotzdem richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne Vorschläge für EAFC24 in die Kommentare, was wir da alles machen sollen, was wir alles ausprobieren können und. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao!